Heiligen Tage des Osterfestes. Somit sind wir mitten in einer der brauchtumsreichsten Zeit des Jahres. Eva Köck meldet sich aus Großaarl und stellt uns einen Osterbrauch vor, der in den vergangenen Jahren nichts an seiner Beliebtheit verloren hat. Zu behaupten, dass sich in puncto Brauchtum an diesem Osterwochenende so einiges tut, ist sicher keine Übertreibung. In Rauris oder St. Peter etwa sind heute die heiligen Gräber aufgebaut worden. Die Ratschen ersetzen die Osterglocken und der Lungau, der erstrahlt in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag im Licht der Osterfeuer. Viele dieser Bräuche erinnern Gläubige an die Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu Christi. In Großaarl ist, vermutlich seit dem Mittelalter, ein ganz urtümlicher Brauch erhalten geblieben. In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag findet hier das sogenannte Ölbergsingen statt. Und diesen Brauch, den haben wir uns etwas näher angeschaut. Die Kirchenglocke schlägt 8 Uhr für die rund 30 Sänger der Beginn einer langen, bedächtigen Nacht. Merkt auf, Herr, und lasst euch Sohn, hat auch durchschlungen. Um hoch die Betrachti, zum Ende der Fasten, dass Jesus keinen Augen Blick nicht mehr kann rasten. Bis 4 Uhr früh singen die Männer jeweils zur vollen Stunde an 6 Stationen im Ort. Pro Stunde wird je eine Strophe eines alten Passionsliedes dargeboten. Es erzählt vom Leiden und der Kreuzigung Jesu Christi. Das kommt da im menschlichen Leben immer wieder vor. Das spiegelt sich ja immer wieder. Einmal ist es dunkel und dann freut man sich wieder auf eine Zeit, wo es wieder hell wird, wo man wieder Kraft schöpfen kann. Und Wärme. Ja, und das ist eben, das spiegelt sich wieder und das erfahrt man ja da ganz hautnah. Seit man sich in Großaarl zurückerinnern kann, halten in dieser Nacht die Bauern der Gemeinde quasi Nachtwache. Eine Tradition, die von Vater zum Sohn weitergegeben wird. Mir hat gesagt einfach, dass das einzigartig in Großaarl ist. Und ich bin auch der Meinung, man sollte schauen, dass es den Brauch noch lang gibt. Und wenn die Jungen nicht anfangen, dann wird halt der Brauch irgendwann einmal aussterben. Für die Großaarler ist es aber kein Problem, junge Menschen für diesen Brauch zu begeistern. Zu diesem Ölbergsingen gibt es weder eine Einladung, noch ein E-Mail, noch ein SMS. Es finden sich die Leute um 7:30 im Pfarrzentrum ein. Es wird einmal geprobt und nachher wird es gesungen und das redet sich eigentlich immer dumm. Und somit sind wir auch so zwischen 27 und 32 Männer, die diesen Brauch aufrechterhalten. Das Ölbergsingen quasi als Kontrastprogramm zur vorösterlichen Hektik. Zu uns gestoßen ist mittlerweile Anton Bucher, Religionspädagoge und Erziehungswissenschaftler an der Universität Salzburg. Guten Abend, danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Herr Bucher, welche Rolle spielen denn alte Bräuche in unserer modernen Gesellschaft? Alte Bräuche generell spielen eine immer wichtiger werdende Rolle und das ist auch gut so. Es gab eine Zeit, so nach 68, die brauchtumskritisch war, wo man gesagt hat, auch Rituale, das brauchen wir nicht. Wir erfinden immer wieder alles neu, aber mittlerweile hat sich gezeigt, dass Bräuche nicht nur bei Kindern, sondern auch bei uns auch Geborgenheit stiften können. Die Zahl der Kirchenaustritte ist seit Jahren steigend und trotzdem gewinnen religiöse Riten immer mehr an Bedeutung. Widerspricht sich das nicht? Das widerspricht sich überhaupt nicht, weil es zusehends mehr Menschen gibt, die sich durchaus als religiös verstehen. Viele verstehen sich als spirituell, aber sie tun sich schwer mit dieser Kirche, die in eine schwere Glaubwürdigkeitskrise geraten ist und bis jetzt noch nicht aus dieser herausgefunden hat. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch ein spirituelles Wesen ist, Spiritualität auch weiterhin bestehen bleiben wird, vielleicht auch dann, wenn es viele organisierte Religionen in dieser Form nicht mehr geben wird.
Auffallend ist aber auch, dass vermehrt junge Menschen und Familien aktiv an der Brauchtumspflege beteiligt sind. Ist das eine Modeerscheinung, die Hand in Hand geht mit der Renaissance der Tracht? Ich glaube nicht, dass es eine Modeerscheinung ist, weil Österreich traditionell schon immer ein Land war, in dem aus guten Gründen das Brauchtum gepflegt worden ist. Es gibt jüngere Statistiken, gemäß denen mehr als die Hälfte der Österreicher sich sehr mit unserem Brauchtum verbunden fühlt. Deswegen sind wir wohlberaten, wenn wir diese Bräuche auch im Interesse unserer Nachkommen weiterhin pflegen werden. Gibt es da in puncto Brauchtumspflege denn einen Unterschied zwischen der Stadt und der Landbevölkerung? Meinem Eindruck nach und so viel wir wissen, ist das Brauchtumsleben auf dem Lande ausgeprägter. Das hat auch verständliche Gründe, weil das Leben auf dem Lande überschaubarer ist, da kennt man sich, wohingegen die Stadt ein bisschen anonymer ist. Aber andererseits ist es auch so, auch Menschen in der Stadt wohnend und so große Städte haben wir ja nicht in Salzburg. Auch die brauchen ihre Bräuche und entwickeln diese. Danke, Herr Bucher. Gern geschehen. Das war's soweit von uns aus Großall. Ich gebe jetzt zurück ins Landesstudio nach Salzburg zu dir, Lukas. Vielen Dank, Eva, für diesen